Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und wie ihr wisst, spreche ich in diesem Podcast mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und auch von guten Getränken, denn unser Gast ist heute Caroline Thompson und sie ist Barchefin in der Oval Bar im Fraser Suites Hotel in Hamburg. In diesem Fünf-Sterne-Haus ist sie gemeinsam mit ihrem Mann für das gesamte kulinarische Angebot verantwortlich, aber ihr Platz ist hinter der Bar. Und ihr ganz besonderer Fable ist Cocktail und Food Pairing. Und darüber wird sie uns gleich einiges erzählen, aber sie erzählt auch, wie sie überhaupt hinter der Bar gelandet ist. Denn Frauen hinter der Bar, das ist immer noch etwas ungewöhnlich. Sie hat ursprünglich als Köchin gestartet, wollte dann aber den Kontakt zum Publikum und ist dann hinter der Bar gelandet. Hatte Stationen in Hamburg, München, Florida, unter anderem bei Donald Trump. Und was der gerne trinkt, das verrät sie auch gleich. Sie war dann in London, kam zurück nach Hamburg und hat hier gemeinsam mit ihrem Mann ihren Platz gefunden. Und als kleine, besondere Überraschung hat Caroline mir einen Food-Talker-Drink kreiert. Und der hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Jetzt ganz viel Spaß mit Caroline Thompson. Und bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Diese Episode hört ihr mit freundlicher Unterstützung von Amaro Montenegro. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer Geheimmischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt, also ein wunderbares Spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter, kräuterbasiert über würzig, blumig bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig und er eignet sich hervorragend zum Mixen. Und hier noch ein kleiner Tipp, denn mein Lieblingsdrink ist der Monte Sour. Der ist nämlich süß, sauer, kräuterig und Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sour und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5 cl Amaro Montenegro, 2 cl Zitronensaft und 1,5 cl Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis, ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis, kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren, halbsauren, herben Drink für sommerliche Abendstunden. Und wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die Unterstützung von Amaro Montenegro. Und jetzt ganz viel Spaß mit Caroline Thompson, die uns in die Welt der Cocktails und Aromen entführt. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich melde mich hier aus der Oberfinanzdirektion oder besser gesagt der ehemaligen Oberfinanzdirektion. Caroline Thompson erklärt uns jetzt, die ist nämlich heute mein Gast, was es damit auf sich hat. Hallo Caroline. Moin moin, hallo. Genau, wir sitzen hier in der alten Oberfinanzdirektion am Rödingsmarkt 2. Mittlerweile das Hotel Fraser Suites und zu Hause des Dining Rooms und der Oval Bar. Wir sind 2019 hier eingezogen. Die Oval Bar und Dining Room, das ist dein Refugium, ne? Das, ganz da, genau. Da bist du zu Hause, da hast du das Sagen, da bist du die Herrscherin aller Reusen, wie man so sagt. Oder wie würdest du dich beschreiben? Die gute Seele des Hauses auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die es auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut trifft. Und dann Herrscherin auf gar keinen Fall, weil wir wollen immer unser Team ganz nach vorne stellen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Das ist uns ganz wichtig. Und vor allem ist der Gast hier der König und der Herrscher. Und der soll dann natürlich, wenn du die gute Seele bist, soll er dann natürlich ganz beseelt nach Hause gehen oder rausgehen, ne? Auf jeden Fall. Das passiert auch meistens. Ja, das ist gut. Aber dass das so ist, das muss man ja auch erstmal lernen, ne? Oder dass man das hinkriegt und dass man Gastgeber ist und die Leute beseelen kann, die Gäste beseelen kann. Ist einem das in die Wiege gelegt oder bin ich jetzt zu pauschal unterwegs? Man braucht auf jeden Fall die richtige Einstellung, das ist richtig. Und man kann vieles erlernen, aber ich glaube so, man muss den richtigen Charakter und der richtige Typ einfach dafür sein, um sich in der Gastronomie wirklich wohlzufühlen und vor allem auch hinter der Bar zu stehen, ja.
Jetzt kommt natürlich die Standardfrage, die du schon 100-mal beantwortet hast. Wie ist denn das als Frau hinter der Bar? Wahrscheinlich als du angefangen hast, ich habe mal nachgelesen, du hast deine Ausbildung 2001, glaube ich, gemacht. Da warst du noch nicht hinter der Bar, sondern da warst du noch am Kochtopf. Erzählst du gleich selber. Aber als du dann dazu kamst, sagen wir mal vor 15 Jahren, mutmaße ich mal, da war das echt noch seltenheitswert, ne? Eine Frau hinter der Bar oder nicht? Doch, das war wirklich eine reine Männerdomäne. Also ich war eigentlich die ersten Jahre, also in der Ausbildung sowieso schon die einzige Auszubildende, die es wirklich an der Bar lange ausgehalten hat und die sogar nochmal zurückgeholt wurde aus dem Bankettverkauf. Das ist eine Abteilung, die habe ich dann übersprungen. Und hinterher die nächsten Jahre, wo ich mich wirklich auf die Bar spezialisiert habe, war ich immer die einzige Frau im Team. Das stimmt. Und kriegt man da eine Sonderbehandlung oder will man die gar nicht? Oh, man will die auf gar keinen Fall, aber man bekommt sie trotzdem ein bisschen, aber man hat sich da ganz gut reingefuchst oder ich zumindest, weil ich immer als Vermittlerin sozusagen mich eingesetzt habe oder es kam einfach so ganz automatisch ein bisschen Streitschlichterin, weil Männer ja doch immer sehr sich profilieren und immer alles am besten können und wenn die dann eben sehen, oh, da ist eine Frau, die hat einen ganz anderen Blickwinkel auf Sachen oder ganz andere Ideen, haben wir uns nachher super gut ergänzt und es hat richtig Spaß gemacht. Männer benehmen sich auch anders, wenn eine Frau dabei ist, ne? Ich glaube ja. Oder? Ich glaube ja. Du weißt nicht, wie es ohne genau, ist. Genau, ich weiß nicht, wie es ohne ist. Aber hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass sie sich auch sonst so benehmen. Du hast aber ursprünglich mal als Köchin angefangen oder die Ausbildung zur Köchin angefangen. Magst du uns mal deinen Werdegang eben so erzählen, wie es denn dazu kam, dass du dann am Ende dann irgendwann hinter der Bar landetest? Oder? Ja, genau. Ich habe während der Schulzeit in der 8. Klasse macht man sein erstes Praktikum und die Hotelwelt hat mich wirklich immer fasziniert und dann war ich auch hier unten am Hafen als Hamburgerin und war im Madison Hotel. Ja. Und habe da eben die 3 Wochen Ausbildung gemacht und davon ist eine Woche immer in der Küche, dann eine Woche im Service und eine Woche meistens irgendwie so im Housekeeping, ne, die man im Hotel verbringt. Und die Küche hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert, ne, weil es war immer was los. Ne, man hat irgendwie viel gelernt. Man hat viele Aromen, mit ganz vielen Aromen zu tun gehabt. Und also es hat mir da im Praktikum wirklich schon so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das ist es. Ich möchte gar nicht Hotelfachfrau werden. Ich würde jetzt gerne Köchin werden. Und dann habe ich mich im Hotel Louis C. Jacob beworben. Da hatte ich schon kannte ich schon einige Leute, die auch gerade die Ausbildung gemacht haben ja. Oder eben dort mal als Aushilfe gearbeitet haben. Und das Hotel ist wirklich, ach, es war toll, ne? Also es ist ein ganz besonderes Haus. Und da habe ich dann meine Ausbildung als Köchin begonnen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, mir fehlt der Gästekontakt. Weil das meinte ich vorhin so mit dem Wesen, wenn man irgendwie so, ja, so eine bestimmte Art an sich hat, dann braucht man auch irgendwie so das Feedback der Gäste, ne? Und wenn man in der Küche unten steht und immer die tollsten Sachen kocht und dann nimmt der Kellner das mit und man sieht irgendwie überhaupt nicht die Reaktion von dem Gast und das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann hatten wir im Louis C. Jacob gibt es diesen Patisseriewagen. Das heißt, wenn man in der Patisserie war als Auszubildender, dann hat man selber Pralinen machen dürfen und hat dann eben auch nach dem Essen, meistens sogar 21 Uhr oder so, mit diesem Patisseriewagen ist man ins Restaurant gefahren und hat dann den Gästen selber seine selbstgemachten Pralinen angeboten. Und da habe ich gemerkt, oh toll, ich kann irgendwie was selber machen und habe auch das Feedback von den Gästen. Da hieß es wahrscheinlich, wann kommt Caroline denn endlich wieder? Die hat sich wieder verquatscht. Ja, manchmal war das, glaube ich, so. Aber es hat Spaß gemacht und meine nächste Abteilung war dann eben auch nach der Küche die Bar, als ich mich dann dafür entschieden hatte, doch schweren Herzens, dass ich lieber schon im Hotelfach bleiben möchte. Aber es gibt ja anstatt Hotelfachfrau und Köchin gibt es dann noch den Beruf des Restaurantfachmanns oder Frau. Und dann habe ich mich informiert mit der Personalchefin zusammen und dann wurde mir angeboten, dass ich eben umschule auf Restaurantfach. Und meine erste Abteilung sollte dann auch direkt die Bar sein. Und da hast du einfach umgesattelt? Also du genau, ich bin im Louis Jacob geblieben. Und dann einfach? Genau, und habe dann ein halbes Jahr später sozusagen meine Ausbildung nochmal neu gestartet als Restaurantfachfrau im gleichen Haus. Und bin dann an die Bar gekommen und hatte da wirklich eine Bar-Koryphäe, auch einfach als Barchef da stehen. Das war der Peter Kallweit, relativ bekannt, weil ganz, ganz wirklich ein Bar-Urgestein und ganz viel auf den Schiffen gewesen. Und das war so faszinierend, ne?
Der hat auch schon alles gesehen, kann man sagen. Dann, der, ne, hat alles gesehen und konnte einen wirklich, ja, wie so ein Mentor. Ne? Man hat ganz viel gelernt, wie der mit Gästen umgeht. Der hat wirklich Gäste erkannt, die er vor 20 Jahren auf einer Kreuzfahrt mal gesehen hat. Hat die wiedererkannt, wusste genau, was sie trinken, wusste noch den Namen, wusste, ob es jetzt die Frau dabei ist oder vielleicht auch die Tochter. Und oder jemand anders, kommt ja auch vor. Und genau, von daher hat mich das dann so fasziniert und eben auch, ja, wie vielseitig das einfach ist. Ne? Jede Spirituose ist so vielfältig und was man dann damit machen kann und eben auf die Geschmäcker der Gäste einzugehen. Und dann gab es auch 2001, war das erste Jahr, wo die Berufsschule gesagt hat, wir machen wirklich eine Zusatzqualifikation zum Barkeeper. Okay. Und da durften das gab es vorher nicht. Das gab es vorher nicht und es ist ja auch bis heute kein eigenständiger Beruf, aber im Zusammenhang mit einer Restaurantfach- oder Hotelfachausbildung kann man eben diese Zusatzqualifikation erwerben. Da macht man dann eine gewisse Stundenanzahl während der Ausbildung an der Bar und hat extra Unterricht in der Berufsschule. Und was wird einem da vermittelt? Das wird, also an der Bar kann ich mir noch vorstellen, ja, sehr gut vorstellen, aber in der Theorie... Berufsschule, also ich meine, da gibt es ja sowieso viele, die sagen, ob ich jetzt da zur Berufsschule gegangen bin oder nicht, so viel habe ich da nicht gelernt, weil das ist ja eher teilweise, naja, eher nochmal 2 Jahrzehnte zurück, was dort gelehrt wird und nicht gerade auf, nicht gerade State of the Art. Nun bin ich mal gespannt. Genau, ein bisschen stimmt es. Ich prüfe ja nun auch schon seit 10 Jahren und bin im Prüfungsausschuss für die Handelskammer. Also von daher sage ich auch immer vielen Auszubildenden, das, was ihr hier lernt und was ihr in der Prüfung macht, ist eine ganz tolle Grundlage. Nehmt das als Basis, aber entwickelt euch weiter. Ne? So. Höflich gesagt. Genau. Nee, in der Berufsschule lernt man wirklich sehr, sehr viel über die Spirituosenherstellung. Wo kommt es her? Volumenprozent, ne? Eben solche ganzen Sachen. Und dann eben auch diese Standard, ich glaube, es sind 60 momentan, 60 Cocktails, die man auswendig lernen muss. 60? Genau. Die hat man definiert als die Standards? Genau. Ich würde, glaube ich, 10 zusammenkriegen. Ja? Ja, vielleicht ein paar mehr. Wie machen wir nachher? Genau. Oder muss ich jetzt anfangen? Nee, machen wir nachher. Genau, und das lernt man eben so in der Berufsschule und hinterher besteht die Prüfung eben auch da aus einem theoretischen Teil, da wird eben genau das abgefragt, wie wird ein Rum hergestellt, wo kommt der her, sowas zum Beispiel und dann werden eben auch die Cocktailrezepturen abgefragt, also einige und der praktische Teil ist dann wirklich wie eine Prüfungssituation, wie so eine abends, ja, wie eigentlich an der Bar eine Situation, da sitzen 3 Prüfer an der Bar. Es gibt eine richtige Bar in der Schule, ne, mit Rückbuffet, ja, und Spirituosen und Barhockern und alles, was dazugehört. Und dann sitzen da 3 Prüfer an der Bar. Meistens leider fängt der erste Prüfling morgens um 7 an, also es ist dann ein bisschen schwierig, da wirklich ja, in die... Du, wenn du durchgemacht hast, geht das ganz gut vielleicht. In die Rolle so des Barkeepers zu schlüpfen, aber die ziehen dann sozusagen aus diesen 60 Cocktails 3 Stück und die müssen dann zubereitet werden und auch gerne in so einer gastorientierten Situation, ne, dass man die Gäste begrüßt, schönen guten Abend, sie möchten gerne Singapur Sling, sehr gerne und dann hat man... Singapur Sling, ist das einer von den 60? Einer, ja. Ja, was ist da drin? Oh, das ist ein Gin-basierter Cocktail, Gin, okay. Benediktin, Contro ist mit drin, Zitronensaft, dann gibt es die Raffles-Variante mit Ananassaft oder eben mit Soda, die klassische, Cherry Herring ist noch mit drin. Aha. Ja, und Angostura Bitter. Das aber der ist aber nicht so populär gerade, ne? Oder ich glaube nicht, aber ich war tatsächlich vor Corona, ich glaube vor 2, 2,5 Jahren, war ich mal auf der Fontenay Dachterrasse oben und da habe ich einen Singapur Sling getrunken, der stand auch in der Karte. Okay. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Ich mache mal gerade einen Schwenk. Cocktailkarte, wenn du so eine kreierst, müssen die 60 denn da drin sein? Also wir haben, glaube ich, keinen von den 60 da drin, weil es wirklich, nee, es ist wirklich, wir sind ja hier, ich sag mal ein bisschen, was heißt ein bisschen, wir sind eigentlich sehr kreativ, ne? Wir haben einen Rotationsverdampfer unten an der Bar, wo wir wirklich Spirituosen selber aromatisieren können, ne? Wie geht das? Wie geht das denn? Du darfst jetzt nicht einfach so sagen. Man nimmt eigentlich einen Neutralalkohol oder einen Wodka oder ja, was man eigentlich so nehmen will, Hauptsache genug Volumenprozent. Und dann ist es ein Gerät aus der Chemie eigentlich, ne? Also man kann damit Parfums herstellen, man kann wirklich eigentlich fast alles damit machen und man kann ihn eben auch an der Bar einsetzen. Und dann gibt es so 2 Kolben sozusagen. In den einen Kolben macht man den Neutralalkohol
Alkohol und legt da was ein, was man aromatisieren möchte. Ne? Und das also muss schon länger eingelegt sein? Nee, das macht ja das Gerät. Das, in einer ganz schnellen Zeit. Jetzt packe ich da zum Beispiel, ich sag mal Rosmarin. Genau. Geht Rosmarin? Rosmarin geht, es geht alles. Man kann auch die alles. Blätter von Pfingstrosen nehmen zum Beispiel. Oh, Rosenblätter hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Oder Hagebutten. Alles. Ja. Also wirklich alles, Hauptsache es ist irgendwie nicht giftig oder irgendwas, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Aber und dieser Rotationsverdampfer kann eben wie eigentlich eine Mazeration machen, aber es ist eben nicht so, wie man es in der Küche macht, vielleicht in so Vakuumbehälter und dann erhitzt man es oder macht es kälter, sondern das geht in einer ganz, ganz schnellen Zeit und der arbeitet eben mit diesem Druck. Ne? Das heißt, man mazeriert bei einer sehr geringen Temperatur, sodass die Flüssigkeit hinterher ein ganz, ganz tolles, feines Aroma hat. Und man kann auch wie ähnlich wie beim Thermomix nachher die Programme selber einstellen. Man guckt, okay, Rosmarin ist am besten bei 28 Minuten auf 40 Grad zum Beispiel. Dann tippt man das alles da ein und dann muss man das nur noch hinterher auf den Knopf drücken und jeder kann es in der gleichen Qualität machen. Mhm. Und das Destillat ist klar. Das ist ganz wichtig. Also egal, was man da reinlegt, egal welche Farbe. Das ist natürlich später für die spätere Farbe. Ganz gut, ne? Genau, es ist super. Genau, das kann man damit machen und das machen wir eben auch viel hier. Und deswegen haben wir ganz viele abgewandelte Drinks, sage ich mal. Also ich finde, diese 60 ist eine sehr gute Basis und man kann ja auch nicht jeden Drink neu erfinden. Ne? Ich sag mal, ein Sour ist immer ein Sour, ein Daiquiri ist immer ein Daiquiri, ob man da jetzt einen anderen Rum vielleicht nimmt oder einen aromatisierten Rum und man benennt ihn dann anders und hat vielleicht die CL-Angabe anders. Achso, wenn du irgendwas abänderst, dann heißt der auch anders. Du kannst zwar den originalen Namen behalten, aber dann hat er irgendwie so ein Add-on oder irgendwie, dann kriegt er irgendwie noch einen Zusatz. Wort genau. dazu. Ne? Oh, also ist ja nichts geschützt. Kriegt ja immer eine Caroline hinten dran oder einen genau. Fraser oder sowas. Ja, also die Begriffe sind alle nicht geschützt, aber man kann natürlich, dann würde halt eher sagen, ein Rose Daiquiri zum Beispiel, wenn man jetzt Rose mazeriert hat. Ja. Ne? Dass die Gäste vielleicht wissen, okay, ein Daiquiri trinke ich gerne, weil da hat man natürlich schon mal irgendwo gehört und dann weiß man, worauf man sich einlässt und weiß dann eben, was nochmal dazugekommen ist an Aroma. Super, haben wir schon mal geklärt. Wir sind aber eben gerade abgebogen bei der Ausbildung, bei der Zusatzausbildung Barkeeper. Die hast du natürlich mit Bravour bestanden. Selbstverständlich, ja. Bei der Ausbildung. Super. Und bist du geblieben im Louis C. Jacob oder hat es dich da nicht gehalten? Nee? Das ist ja das Tolle an dem Job, dass man wirklich weltweit und überall arbeiten kann. Und nun bin ich mal gespannt. Genau, ich habe mich dann auch direkt nach der Ausbildung dafür entschieden, dass ich nach München gehe. Und habe da in der Passers Bar gearbeitet, bei Bill Deck. Ist auch eine ganz, ganz alte Institution. Genau, dann war ich ein Jahr in München, war da auch wieder die erste und einzige Frau hinter dem ehrwürdigen Bartresen. Da ging das Ganze wieder los, ne? Da ging wieder das Ganze von vorne los. Aber ganz viele tolle Gäste, zu denen ich auch teilweise jetzt noch Kontakt wirklich habe, kennengelernt. Und auch wieder Bill Deck und Stefan Berg war damals da, der mittlerweile The Bitter Truth hat. Also der hat sich selbstständig gemacht und eigene Cocktail-Bitters, die wirklich auch mittlerweile weltweit auf dem Markt sind, entwickelt und ja, solche Leute lernt man irgendwie dann einfach so kennen. Ne? Ich finde das spannend, dass du sagst, also da hast du Gäste kennengelernt, mit denen du heute noch in Kontakt bist. Also diese Beziehung hinter der Bar und vor der Bar und man serviert nicht nur einen Drink, sondern man quatscht auch, man unterhält sich, man lernt sich kennen. Das hält dann schon teilweise echt lang. Das ist dann auch manchmal mehr als Smalltalk, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich auch toll. Und 2004 war ja auch noch irgendwie die Zeit so vor Instagram und vor Facebook. Und das heißt, man wurde wirklich, ich will es nicht stalken nennen, aber man hat wirklich über dann die Barkeeper oder Leute, die man kannte, gefragt, oh, wo ist denn eigentlich Caroline abgeblieben? Ne? Wenn man keine Zeit hatte, sich so nach einem Monat Kündigungsfrist meistens, ne, sich bei allen zu verabschieden. Dann hatte ich wirklich einen Gast da sitzen, den habe ich später in London an meiner Bar wieder getroffen und der hat gesagt, Mensch, ich habe den Stefan Berg gefragt, nein. Ne, der aus Passers damals, wo ist denn Caroline abgeblieben? Und dann war er zufällig in London und kam mich an der Bar besuchen. Ist ja fast also, so wie bei den Köchen, ne? Dass man den hinterher zieht und der ist jetzt da, da gehe ich mit. Ja, das stimmt. Ja, also es war toll. München, dann? Genau, München war ein Jahr. Dann hat es mich doch wieder zurück nach Hamburg gezogen. Dann war ich hier im Vierjahreszeiten und dort habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Ah, genau. Und wo warst du da im Vierjahreszeiten? Ich war unten im Doc Cheng. Damals war es noch Doc Cheng, das heutige Niki 9. Und mein Mann war Koch im Doc Cheng.
Okay, da war der ziemlich nah. Und da habt ihr euch ganz gut verstanden. Da haben wir uns gut verstanden, weil er der Einzige war, der so nach Feierabend immer noch den Gästen, weil ich mal ein paar gute Gäste da sitzen hatte, die noch was essen wollten, dann hat er nochmal eben eine Sushi-Platte gelegt oder die nochmal eben Naanbread in den Ofen geschoben oder so. Und deswegen haben wir so gemerkt, wir haben beide so den gleichen Anspruch, ne, was es heißt, eben auch Gastgeber zu sein. Ja. Und vor allem war es dann so, das war ja auch so die Zeit der Cocktailwettbewerbe. Ne? Da wurden laufend irgendwelche Competitions ausgemixt. Und ich habe damals schon angefangen, irgendwie mit der Küche zusammenzuarbeiten. Ne? Sei es irgendwie, dass man sich eine Vanillestange trocknen lässt oder diese Orangenräder, die man jetzt kennt, wie kriegt man die eigentlich hin, dass sie nicht anlaufen? Ne? Dann hat sie so ein bisschen dieses weiße Pulver oben drauf und dann in Konvektomaten zum Beispiel. Weißes Pulver? Welches weiße Pulver? Ja, ganz genau, weiß ich auch nicht. Deswegen hatte ich ja einen Koch. Also, auf jeden Fall irgendwas Essbares. Deshalb hat sie sich den Koch geholt. Ne? Genau, und so kam das, dass wir dann irgendwie mal Sachen zusammen ausprobiert haben für Cocktailwettbewerbe und dann kamen wir ins Gespräch und dann war so das Jahr, ging so sein Lauf und dann hat mich der Peter Kallweit aus dem Louis C. Jacob, der war mittlerweile nicht mehr im Louis C. Jacob, sondern der war in den USA mittlerweile und hat dort in dem Mar-a-Lago Club, also in dem privaten Club für Donald Trump, Cocktails gemixt mittlerweile. Okay. Und da fing die Saison gerade wieder an und dann hat er gesagt, ach Mensch, Caro, ich bräuchte mal hier jemand Verlässlichen. Wie sieht's denn aus? Kannst du rüberkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, Peter, im Grunde natürlich super gerne. Ich habe nur gerade jemanden kennengelernt. Ach, Köche, super, brauchen wir hier auch. Bring den mit. Und dann hatten wir ein Vorstellungsgespräch bei Karl-Heinz Hauser auf Sülberg. Der war nämlich damals Consultant für Trump International. Okay. Und der... Wusste ich auch nicht. Ja, der Vice President von Trump, das ist nämlich der Bernd Lemke. Und der hatte in der langen Reihe, die Eltern hatten mal das Lemkes, ein Restaurant, also auch ein alter Gastronom. Und der ist vor mittlerweile jetzt ja wahrscheinlich 40, 45 Jahren ausgewandert, war dann Vice President für Trump International, hat dann gesagt, okay, wir haben hier Fachkräftemangel in den USA, wir bräuchten hier mal ausgebildete Barkeeper, Kellner und Köche. Und genau, so kamen wir dann dazu. Daniel, mein Mann und ich sind dann nach... Und dein Mann ist Engländer? Ne? Der ist Engländer. Der hatte sprachlich kein Problem. Du warst auch fit sprachlich? Man weiß es ja immer erst, wenn man da lebt. Ja. Ne? Also ich als großer England- und London-Fan, deswegen habe ich wahrscheinlich auch eingeheiratet. Ne? ich war schon ganz viel Urlaube und alles habe ich schon immer in England oder London verbracht. Und Berufsschule Englisch natürlich, aber an der Bar hat man viele internationale Gäste und ja, lernt sich da wirklich so rein. Ne? Immer den Smalltalk, wenn man eine Affinität hat dazu, dann klappt das auch. Ja. Ne? Dann gibt es denn so ein Bar-Englisch? Ja, es gibt natürlich dieses Bar-Englisch, was man auch in der Berufsschule lernt, ne? Wie das ganze Equipment dann heißt. Ich hab nichts gesagt gegen die Berufsschule. und dann ist natürlich Smalltalk ganz, ganz wichtig, ne? Ja. Also, das ist schwer schon, ne? Smalltalk ist schon, oder hat man da so sein Repertoire? Hat man. Ja? Ja, doch, hat man mittlerweile. Doch, Wetter? Hat dann, Wetter und was noch? Ja, also was ja No-Go sind. Bei Trump dann Golf? War das ein Golf-Resort? Golf, aber auch hier The Apprentice, ne? Also Fernsehen und so ein bisschen Trash-TV fanden die Gäste auch immer toll. Ja, ne? Ja, okay. Und ansonsten die No-Gos, was man eben auch dann an der Bar oder auch in der Berufsschule lernt, ist Politik und Religion, was man halt an der Bar nicht in den Smalltalk einbindet. Ne? Okay, das heißt, du hast mit Herrn Trump, gut, der war damals noch nicht so weit, nicht über Politik und Religion gesprochen. Nein. Was hat er denn getrunken? Er ist selber, trinkt nur alkoholfrei. Okay. Virgin Mary oder... Man kann sagen, macht nicht immer den Eindruck, aber... Das war damals, noch vor der politischen Karriere, halte ich noch mal fest. Virgin Mary oder Virgin Pina Colada tatsächlich. Okay. Ja, Virgin Mary, also Bloody Mary, Anti. Genau, alkoholfrei. Wo wir dann eben aber auch für ihn angefangen haben, das mal so ein bisschen aufzupimpen. Ne? Also nicht einfach nur hier den öden Tomatensaft ein bisschen gewürzt, sondern wir haben da irgendwie schön Wasabi mit reingemacht, ne? Oder irgendwie unseren eigenen Bloody Mary Mix mit irgendwelchen Chilischoten, Tabasco, irgendwelchen Fond aus der Küche mal. Kleine Kräutermischung. Genau, kleine Kräutermischung aus dem Garten. Die geheime Kräutermischung. Spannend. Und genau. Da wie lange wart ihr da? Also da wart ihr schon, da wart ihr ein Paar, da wart, genau, da wart da ihr schon ein verheiratet? Paar? Nein. Okay. Genau, da waren wir ein Paar, ein knappes Jahr dann zusammen sozusagen. Und in Florida gibt es ja immer eine Saison, die ist immer von Oktober bis Mai, weil dann ja die Sommermonate sind und es einfach zu heiß. Von daher war dann die Saison zu Ende mit noch ein bisschen Aufbau, Abbau und so weiter, waren wir dann, ich glaube, gute 10 Monate da, so ein knappes Jahr.
Und dann war ja immer schon mein Traum, also wäre es damals nicht die USA geworden, wäre es London gewesen, wo ich definitiv immer hin wollte. Da gab es so diesen Leading Hotel Guide, ne? Und ja, da waren immer so 2, 3 Hotels, die ich so toll in London fand und wo ich meinte, da möchte ich unbedingt mal arbeiten. Und da habe ich mit meinem Mann gesprochen, oder damals noch nicht meinen Mann, mit Daniel, und habe gesagt, Mensch, du bist ja Engländer, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht nach London? Und dann hat er gesagt, toll, er kommt selber nicht aus London, hat zwar damals so ein bisschen gearbeitet, neben seinem Cooking College, so, ja, da macht man so Praktika, aber er hat gesagt, nee, machen wir gerne. Und dann sind wir nach London gezogen und haben da auch noch 4 Jahre dann knapp gewohnt. Und wo war der dann da? Er war bei Gordon Ramsay viel, ja, hat da das Petrus mit eröffnet und war Royal Hospital Road, war aber auch im The Berkeley, da hat er angefangen direkt, ja, nach den USA, und dann nachher für eine Company Covent Garden Hotel. Die haben Covent Garden Hotel, die haben Soho, da war so ein bisschen Supervisor in allen Häusern. Okay. Und ich war tatsächlich ganz... zu meinem Lebenslauf doch sehr auffällig, weil ich vorher immer so ein Jahr da war in gewissen Positionen und war dann wirklich 3,5 Jahre im One Aldwych Hotel. Ja, genau. Das und war, da wolltest du, das war auch dein Ziel gewesen. Ja, also mein Ziel war eigentlich immer so, habe ich mir das Ziel gesetzt, ich wollte irgendwann mal Barmanagerin sein, allerdings in einem der großen Hotels in Hamburg. Ne? Weil für mich waren immer Auslandaufenthalte waren immer toll, aber als Hamburgerin ist einfach Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Ne? Und das kann man noch besser beurteilen, wenn man ein paar Jahre weg war. Aber genau nach den 3,5 Jahren oder knapp 4 Jahre waren es dann, die wir in England waren, stand dann auch Familienplanung so ein bisschen an. Und dann haben wir gesagt, ach Mensch, das machen wir doch lieber in Deutschland oder in Hamburg anstatt in London. London ist ja auch teuer, ne? London ist teuer, Und zentral kann man da auch nicht wohnen? Das ist... Nee, wir haben damals, das war noch vor der Olympiade, haben wir wirklich in Stratford gewohnt. Okay. Und das war damals noch erschwinglich. Wir hatten da so ein schönes, kleines, mittleres Reihenhaus auch gemietet und war innerhalb von 20 Minuten in der Stadt. Aber es war wirklich vor der Olympiade und dementsprechend war es auch so ein bisschen, also am nächsten Tag hat man in der Zeitung gelesen, oh, Messerstecherei in der Parallelstraße. Haben wir nie mitgekriegt, wir waren nachts ja unterwegs, ne? Sind erst am Morgen nach Hause gekommen. Aber dann kam die Olympiade direkt, als wir weggezogen sind, irgendwie ein Jahr später oder so. Und das hat sich jetzt auch wesentlich gebessert und geändert, ist aber auch nicht mehr bezahlbar. Ist nicht mehr bezahlbar, genau. Nee. Und jetzt dann also zurück nach Hamburg, Familie gegründet. Ja, noch nicht so ganz. Ziel war es ja, Barmanagerin zu sein. Und ich bin dann tatsächlich mit Jörg Meyer immer schon im Kontakt gewesen, aus dem Le Lion. Ja. Und der hat gesagt, ach Mensch, Caro, ich eröffne gerade den Tasting Room, ne? Also über der Le Lion Bar, jetzt mittlerweile heißt es Pine Room. Damals war es der Tasting Room und da bin ich dann als, als Bartenderin oder Head Bartenderin vom Tasting Room angefangen und bin dann als Barmanagerin ins Atlantik gewechselt, Atlantik Hotel. Und damit war dann meine Karriere auf dem Stand, wo ich dann... Da stand es dann auch, ne? Ja. Im Lebenslauf. Okay. Genau, da stand es dann im Lebenslauf. Wie wichtig ist denn so ein Lebenslauf eigentlich? Momentan gar nicht mehr wichtig. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass auch ganz, ganz viele Quereinsteiger teilweise wirklich... Ich sag nicht besser, es kommt immer auf den Menschen drauf an, ne? Aber viele sind einfach dann auch eingefahren in ihrer, oh, ich habe das gemacht und die Ausbildung, aber die Gastronomie ist mittlerweile auf einem Punkt, die muss neu gedacht werden, ne? Und von daher sind auch Quereinsteiger momentan total angesagt und willkommen, wenn die einfach das richtige, ja, die richtige Passion für diesen Beruf mitbringen, ne? Damals war der Lebenslauf auch wirklich noch wichtig. Da wurde geguckt, okay, welche Erfahrungen hat man, wo hat man gearbeitet, auch wie hat man so die Zeugnisse, was steht da so drin, ne? Ist man zuverlässig und alles. Und dann hatte ich meinen Barmanager-Titel endlich im Atlantik erreicht. Das habe ich dann fast 3 Jahre gemacht, bin dann nochmal an meine ehemalige Ausbildungsstätte zurück, auch als Barmanagerin. Und dann war es soweit und dann kam unsere erste Tochter. Aber du hast trotzdem weitergearbeitet. Oder dann wieder. Eine kurze Pause genau, gemacht. Genau, kurze ne? Pause, ja. So wie jetzt auch. Jetzt bin ich ja gerade das zweite Mal in Elternzeit, ne? Und mache aber viel zu Hause, Recherche, ne? Oder eben auch nette Gespräche, so wie jetzt. Genau, habe dann ein Jahr Auszeit genommen sozusagen, bin dann aber wieder zurück. Bin dann in Reichshof an Hauptbahnhof gewechselt. Größtenteils war ich am Personalbüro und habe mich da ums Recruitment gekümmert, um die Auszubildenden. Und da warst du nicht mehr am Gast. Hat dir das gefehlt? Ja, sehr. Ja. Wirklich sehr. Deswegen, hast du dann auch wieder gedreht?
Genau, deswegen kam es dann sehr zugute, dass wir eben angesprochen wurden, dass die tolle Immobilie hier am Rödingsmarkt frei ist sozusagen und dass da ein Fünf-Sterne-Hotel geplant ist und dass der F&B-Bereich, also Restaurant, Roomservice, alles was dazugehört, outgesourced ist. Das ist so das Konzept von Fraser Suites, dass sie sich eben ja, lokale Betreiber suchen, ne? Dass eben gerade hier für die Hamburger oder in welcher Stadt die eben auch sind, dass die ja dahin gehen, dass sie nicht sagen, oh, noch ein fremdes Fünf-Sterne-Hotel, ne? Man kennt es nicht, es ist ja sowieso die Schwellenangst wirklich sehr hoch gegeben, dass man eben sagt, okay, da sind Leute, die kennt man vielleicht schon ein bisschen, dass man ja eben Gäste versucht schon ins Hotel reinzuholen. Die einen kennen, so, ne? die hinterher stalken. Ja, ja. Das heißt, ihr seid voll verantwortlich? Wir sind voll verantwortlich. Ja. Ist eine gute Partnerschaft, aber hat natürlich auch immer seine, ja, seine. Gerade in so schweren Zeiten wie der Pandemie, ne, da muss sich so eine Partnerschaft dann ja auch beweisen. Ja, das hat sich aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, okay. Es war wirklich ein ganz toll, ja, eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und wir haben viel Ideen auf den Weg gebracht und viel zusammen gemacht, dass wir das eben auch überstanden haben. Ne? Ideen nehme ich mal auf. Überstanden. Sehe ich, zum Glück. Ideen, du hattest vorhin gesagt, das war so die Zeit der Wettbewerbe. Ja. Das war mal so eine Zeit, wo das extensiv betrieben wurde. Du hast auch einen Titel, ne? Du erzählst das gar nicht. Ja, ich habe ein paar Wettbewerbe ganz gut abgeschnitten. Also mein Highlight war eigentlich in London, ne, wo ich wirklich aus über 60 Barkeepern den zweiten Platz damals gemacht habe. Also es war dieses London Best Bartenders oder UKBG Champion. Ne? Da war ich in der Vorauswahl auf dem ersten Platz. Nachher in der großen Competition war ich dann immer noch auf dem zweiten Platz. Ne? Also das war wirklich, super. Ja, weil London eben damals schon so ein anderes Pflaster war. Ne? Ja. Also das war schon wirklich toll. Das war 2010. Und ja, dann habe ich noch so ein paar Competitions. Und damals war es eben so, da war es noch ein bisschen einfacher. Jetzt mittlerweile gibt es auch die Competition, aber da muss man sich teilweise schon wirklich eine Woche für frei nehmen. Und wer kann das eigentlich, ne? Und damals war es eben so, da hat man einen Cocktail kreiert, ist dann da hingefahren, hat den ausgemixt, dann hat die Jury am gleichen Tag entschieden. So, der Cocktail ist einfach vom Geschmack her, von der Präsentation, der ist der tollste. Den küren wir jetzt heute als Gewinnerdrink. Und heutzutage hängt da wirklich wahnsinnig viel dran, ne? Da muss man sich über das Produkt informieren und vorher noch irgendwie 3 Seiten Fragebogen ausfüllen und ja, Social Media ist ganz viel. Da muss man erstmal einen Monat bei der viel Competition erstmal Posts machen und Content bringen und viele Likes kriegen. So und ein das richtig ist, langer Prozess. Ne? Genau, das ist einfach ein wahnsinnig langer Prozess mittlerweile und von daher gibt es immer noch ein paar große Competition, die auch dann hoch angesehen sind, aber nicht mehr so wie früher. Aber es gibt schon viele oder gibt es so diesen einen, ich sag mal, lokalen Meister, Europameister, Weltmeister, oder gibt es so viele Meisterschaften parallel? Nee, Meisterschaften gibt es tatsächlich nur eine eigentlich von der Deutschen Barkeeper Union, ne, der DBU. Mhm. Und da werden dann eben immer die Meister gekürt. Und ansonsten ist es immer von Companies, ne, von den Großen, von Bacardi, von Diageo. Und da gibt es auch einmal im Jahr eine Competition. Und da ist man dann aber nicht Meister, sondern ist man dann, ich weiß gar nicht, wie sich das alles nennt, weil ja, da habe ich keine Zeit mehr für. Genau, sowas. Und die Deutsche Barkeeper Union, welche Rolle spielt die? Ist es so ein ganz moderner, kreativer, hipper Haufen oder? Die sind dran. Also die wandeln sich gerade. Die sind in der Transformation oder wie? Die sind in der Transformation, machen es auch eigentlich sehr gut, weil die sehr in den Nachwuchs investieren. Ne? Okay. Also die sind jetzt wirklich da dran, auch mit den Berufsschulen wirklich versuchen, wirklich da eng zusammenzuarbeiten. Ne? Dass es eben nicht mehr einfach nur diese 60 alteingestaubten Drinks gibt, sondern eben auch mehr diesen Beruf auch einfach wieder attraktiv zu machen. Ne? Und da investieren die wahnsinnig viel Zeit und Geld in irgendwelche Jugend ja, Meisterschaften oder irgendwelche Jugendtrainings und nee, das ist wirklich, ja, also da muss man wirklich sagen, haben sie sich gewandelt und ist nicht mehr dieser, ja, Kaninchenzüchterverein, sondern, ja. Früher auch immer an den Bars, Mitglied der Deutschen Barkeeper Union. Und da hatte man auch die gelben Krawatten und man hatte musste, man, ne? Ja. Ja. Da die gibt es auch immer noch, aber es ist keine Pflicht mehr. Aber es trägt sie keiner, oder wie? Oder vielleicht kommen sie ja wieder. Genau, ne? So, wir machen mal einen ganz kleinen Break und ich hau mal ein paar Fragen jetzt auf die Schnelle raus, weil wir wollen ja mal ein bisschen hören, was du jetzt auch gerne magst, gerne trinkst und deine Lieblingsprodukte sind. Und dann kommen wir auch zu einem deiner Lieblingsthemen, Cocktail und Food Pairing. Ja. Und natürlich musst du uns erzählen, was die aktuellsten Trends sind. Hm? Ich mache mal los. Dein Lieblingsdrink.
Mein Lieblingsdrink ist momentan, es ist immer ein bisschen, kommt immer ein bisschen auf die Saison drauf an und so weiter, aber momentan tatsächlich Singapussling, weil es ein schöner, erfrischender Drink ist, auch einer von den alten klassischen, ein bisschen herb, aber erfrischend. Also, guckt euch den nochmal an oder bestellt ihn mal, den Singapussling. Lieblingsaroma? Lavendel. Lavendel? Ja. Okay. Immer? Ich meine, ist Lavendel eigentlich Sommer oder Winter? Oder kann beides, ne? Kann beides. Das also Lavendel ist ja eigentlich eine immer grüne Pflanze, würde ich jetzt mal sagen. Doch, Lavendel ist, finde ich, ganz, ganz spannend. Und Salbei. Also, ja. Salbei, ja. Ja, eine tolle Kombination. Ja. Habe ich auch im Garten beides. Ja. Beziehungsweise auf der Terrasse. Lieblingsspiritose? Whisky. Whisky? Ja. Aha. Na gut. Deine Lieblingszutat, also wir hatten das ja eben schon, Lieblingsaroma Lavendel, aber so die Lieblingszutat, mit der du arbeitest, außerhalb von Spirituose? Sind tatsächlich Kräuter und ich mache wirklich wahnsinnig viel mit Salbei, also sei es in der Küche oder auch in meinen Drinks. Also, kommt wieder Salbei, ja. Ja. Und, aber Küche ist das Stichwort. Lieblingsessen? Banal, aber Saltimbocca. Mit Salbei. Mit Salbei. Ja, habe ich so ein bisschen wiederentdeckt, weil hatten wir letztes Jahr auf der Lunchkarte und seitdem muss es so einmal im Monat ein Saltimbocca sein. Okay, so also richtig gutes Saltimbocca. Ja. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja, aber kann man auch wieder ein bisschen neu interpretieren. Da kann man ganz viele Varianten machen. Ja, super. Und deine Spezialität, dein Signature-Drink? Mein Signature-Drink ist eigentlich der Eukalyptus Highball. Kam nämlich auch die Idee damals aus London, weil wir da ganz, ganz hohe Decken, so ähnlich wie hier jetzt auch gehabt haben. Ne? War auch so ein, war ich auch in einer Lobbybar mit Decken, wirklich, ich glaube, bis in den dritten Stock. Und da waren immer so ganz tolle Blumengestecke. Und dann kam ich den einen Morgen da rein und da war das Blumengesteck, wurde gerade frisch gemacht mit Eukalyptus. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, habe ich mal ganz schnell gegoogelt, ob es irgendwo giftig ist oder nicht. War es aber nicht. Und da habe ich mir da mal so ein Ästchen abgerissen. Hast gepflückt. Habe ich gepflückt und habe den in einen Drink gemacht. Und das war ein Wodka-basierter Drink. Ne? Habe nachher eine Infusion gemacht, also den Wodka so ein bisschen kalt mazeriert mit diesem Eukalyptus. Ein bisschen Eiweiß dazu für die Konsistenz und den Schaum. Säure, also in Form von Zitrone. Wodka, Zitrone, Eukalyptus, Eiweiß, bisschen Zuckersirup, beziehungsweise in dem Fall habe ich dann schon Honig genommen. Da hat man ein bisschen rumexperimentiert, dass man eben nicht mehr alles mit Zucker macht, sondern sich eine alternative Süßung sucht und dann mit Soda aufgefüllt. Fertig war der Eukalyptus Highball. Und das ist bis heute, das war auch einer der ersten Drinks, den ich hier serviert habe. Klingt aber gut. Mhm. Muss ich mal probieren. Ja, auf gerne. Jeden Fall. Kriegt man, wenn man so einen Drink kreiert, und der wird dann irgendwann ein Klassiker. Den gibt es dann auf der ganzen Welt irgendwann. Wie oft passiert das? Oh, ganz... Einmal im Jahrzehnt? Oder? Ja, also wir haben in Hamburg hier wirklich zwei, die das geschafft haben. Zwei haben wir? Genau, okay. Das ist einmal der Gin Basil Smash von Jörg Meyer. Und dann gibt es noch die von der Betty aus dem Chuck Club auf der Reeperbahn. Die hat die Buttermilch-Margarita. Buttermilch-Margarita? Genau. Da kommt es immer drauf an, das war so, als die Drinks kreiert waren, das war so die Hochzeit von der Mixology. Die Mixology ist ja, schon internationaler jetzt als einige anderen Magazine, weil es eben auch Österreich und Schweiz die gibt. Und dann vor allem auch, ich sag mal, Jörg Meyer natürlich einen großen Einfluss hatte, auch gerade nach London und überall ist er ja eigentlich gewesen. Ja. Ne? Und die Betty hat zu der Zeit auch im Le Lion gearbeitet und nach dem Gin Basil Smash, das war ein paar Jahre später, kam diese Buttermilch Margarita, die es mittlerweile auch auf ein paar Karten, glaube ich, weltweit geschafft hat. Von daher ist es eigentlich nur eine gute Vernetzung. Ne? Also zu dem Zeitpunkt war es die Zeit der Gastschichten. Das heißt, der Jörg Meyer hat ganz, ganz viele Gastbartender, sei es aus Tokio oder aus London oder irgendwoher eingeflogen. Und die haben dann natürlich diesen Drink dann auch gemacht, weil er gesagt hat, das ist mein Signature, nehmt den mal mit, schreibt den bei euch im Hotel oder also auf der, eure Karte. Der wird nicht von allein zum Hit, da muss man schon ein bisschen unterstützen. Ja, ne? Da muss man auf jeden Fall unterstützen. Sind aber beides gute Drinks, ne? Also haben sie sich auch verdient. Ja, muss schon was Gutes sein. Das also wollte ich damit auch nicht gesagt haben. Ach, aber bei so einem Drink, da geht man schon dann ran, dass man so eine Rezeptur 1:1 verwendet, oder? Oder wandelt man die dann wieder ab? So ein Gin Basil Smash, der ist doch dann so, wie er ist, oder nicht? Der ist dann so gesetzt, wie er ist, ja. Der ist so gesetzt. Der ist so gesetzt. Sonst wird mir das auch zu kompliziert. Nee, hier. Das stimmt. So, nun haben wir eben gesagt, Küche und
Bar rücken immer näher zueinander. Mhm. Bei euch war das schon, bei dir war das schon 2005 der Fall. Ja. Oder wann war das? 2005, ne? Genau. Ja, 5, ob das jetzt genau. An deinem Mann lag oder an deiner Affinität, das wissen wir nicht. Vielleicht wolltest du einfach nur häufiger in der Küche sein. Aber das ist auch schon so ein Trend, oder? Auch glaube ich, so ein bisschen das Regionale, dass man da ein bisschen mehr drauf guckt, was kann ich eigentlich so aus der Umgebung verarbeiten. Genau, oder so aus der Blumenvase, wie in London. Ne? Genau. Wir haben das große Glück ja hier, dass Restaurant Bar bei uns in einem Raum ist. Das war ja auch damals das, warum uns das so angesprochen hat, dass wir eben gesagt haben, das ist so ein bisschen unser Konzept und hier ist die Bar nicht separat im anderen Raum, sondern alles zusammen in einem sozusagen. Und wir haben eben das Glück, dass wir die Küche unten angeschlossen haben. Aber viele Bars bauen sich jetzt schon in das Backoffice, wie das heißt, also in diesen Rückzugsbereich, ne, bauen sie sich teilweise jetzt wirklich schon Küchengeräte ein. Ne? Da steht eine kleine Induktionsplatte, da steht in einigen Läden jetzt vielleicht ein Rotationsverdampfer. In Deutschland ist noch seltener, aber gibt's auch schon. Und wir haben eben das Glück, dass wir hier eben auch das Know-how der Köche mit benutzen dürfen, ne? Oder können. Dass ich eben irgendeine Idee habe und dann sage, okay, cool, wie kann man das vielleicht umsetzen? Ne? Wie kriegt man das Aroma jetzt da rein oder was passt da besonders gut zu? Und da haben wir das Glück, dass wir ja beides haben. Barkeeper, die die Ideen haben und die Köche, die eben das dann belegen. Klaust du denn viel aus der Küche? Ja, ich würde es Leinen nennen jetzt. Ne? Ja, sowohl als auch. Ne? Aber es ist eben so, die haben dann schon andere Sachen, die sie dann bestellen. Und dann gehst du durchs Kühlhaus und sagst, ach Mensch, was ist das denn für eine tolle Kresse? Die nehme ich mir mal mit. Ne? Und dann, Kresse im Drink? Ja. Da musst du mal erklären. Kresse ist eins von den Powerfoods, ne? Also super vitaminhaltig. Ja. B gibt das teilweise in Farbe ab, weil es gibt ja wirklich ganz verschiedene Kressen, ne? In lila und in orange und in grün. Und das kann man super im Drink verwenden. Und hat ja ganz, ganz verschiedene Geschmäcker. Einige sind bitter, einige sind süßlich. Also Kresse ist eine ganz tolle Zutat, die man vielfältig einsetzen kann. Steht das dann auch auf der Karte, die Ingredienzien? Und wenn ich dann so lese Kresse, dann gibt es doch bestimmt viele, die sagen, was sucht denn Kresse im Drink? Vor allen Dingen die, sagen wir mal, die Oldschool, die Old-Fashioner. Ja, von daher haben wir eine ganz kleine Cocktailkarte extra, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass man da eigentlich eine kleine Cocktailkarte hat. Da ist wirklich alles akribisch auch angegeben. Aber sowas ist dann eigentlich so eine Momentaufnahme, wie man wirklich am Tag durchs Kühlhaus läuft, dann eine Idee hat, einen Geistesblitz, dann kurz einen Drink ausmixt und das wäre dann eher so eine Empfehlung, ne, die man ausspricht. Machst du das denn? Also Köche kreieren ja Gerichte ganz häufig im Kopf vor. Und weil sie die Geschmäcker abgespeichert haben. Ne? Machst du das auch? Oder musst du es immer? Nur. Also ich habe alle Ideen. Du machst nur im Kopf? Alle Ideen entstehen bei mir wirklich nur im Kopf. Das war einmal, da habe ich diesen Drink eben, hatten wir uns vorhin kurz mal drüber unterhalten, mit Hanf gemacht, ne? Weil da bin ich irgendwie durch den Supermarkt geschlendert und habe gesehen, oh Mensch, wir haben jetzt ein Hanfregal. Da stand eine schöne Hanfladen. Ja, ja, so, ach, ungefähr. So. Die hatten wirklich ein Hanfregal mit Hanftee, mit Hanf. Ja. Oh, ich weiß nicht, was es da alles gab. Da gab es wirklich alles. Und dann habe ich am Abend irgendwie, das war im Lockdown, ne? Da konnte ich ja nicht viel hier sein, weil es gab keine Kita-Betreuung und nichts. Und da war ich viel mit meiner Tochter zu Hause und da haben wir die Eiskönigin geguckt. Und da kam diese Northern Lights, ne? Und dann hatte ich irgendwie einfach nur mein Handy da liegen und habe irgendwie Northern Lights gegoogelt, ne? Einfach mal, wo kommen die vor, was weiß ich und so weiter. Und dann kam als erstes Suchergebnis tatsächlich eine Hanfpflanze, die Northern Lights hieß. Ach. Und dann war ich ja gerade, hatte ich meine Idee aus dem Supermarkt, wo ich dachte, ach Mensch, das will ich mal probieren, hatte mir da so einen Hanftee mitgenommen irgendwie, ne? Und dann entstand wirklich dieser Drink bei mir zu Hause im Kopf, dass ich dann diesen Hanftee aufgekocht hatte, den einreduziert habe als Sirup, ne? Hatte dann irgendwie noch mein Wodka zu Hause stehen, ne? Was man halt hat so als Barkeeper und war wie gesagt Lockdown, man konnte auch nicht irgendwie groß weggehen, ja, und hab dann zu Hause diesen Drink kreiert, ne? Mit ein bisschen Salbei aus dem Garten, Honig hat man zu Hause, diesen Hanftee, den ich mir dann gekocht hatte mit Wodka und hab den dann zu Hause ausprobiert und hatte dann so entstand dann der Drink The Northern Lights zum Beispiel. Klingt gut. Ja. Ist ein toller Name auch. Ja. Ja, und jetzt auch wieder, wo wir auch gerade so ein bisschen über Trends vorhin gesprochen haben, ist ja so ein bisschen dieses Low ABV. Ne? Leute achten wieder mehr auf ihre Gesundheit. Mhm. Und da war eben auch ein Drink, den ich mit einem Amaro jetzt kreiert habe, ne? Mit Amaro Montenegro. Genau, unser Sponsor dieser Folge. Ja. Genau, sehr schön.
Genau, da kam die Idee eben auch wieder zu Hause auf, weil ich habe dann so mein Leben Revue passieren lassen, ne? Und dann kam jetzt im Sommer, ne, also so ein Tag, wenn ich jetzt rausgucke, das versetzt mich so ein bisschen zurück nach London. Ich habe ja im... Das heißt, du hast jetzt für uns sogar was, oder für mich was kreiert? Ja, genau. Sensationell. Für den Foodtalker. Für den Foodtalker kreiert. Würdest du den dann auch Foodtalker nennen? Ich kann ihn Foodtalker nennen. Genannt habe ich ihn erstmal eigentlich These Days, also solche Tage, weil jetzt man so rausguckt. Okay. Aber These Days. Nee, ich denke gerade dran, weil der Foodtalker ja gerade seine 100. Folge hatte und dann vielleicht kann man dem ja den Foodtalker widmen. Aber vielleicht probieren wir den erstmal. Ja, können wir gerne machen. Ja. Ich habe auch schon einiges vorbereitet, kann aber hier gerade nochmal das Eis frisch auffüllen natürlich. Das ist ja immer die Hauptzutat in Drinks, muss ja. Darf ich mal ablenken? Was gehört eigentlich in eine Hausbar? Was muss ich eigentlich in einer Hausbar an Equipment haben und an Drinks? Minimum Ausstattung. Also schön wäre auf jeden Fall ein Shaker. Ja, ne? Weil den hören wir jetzt gleich. Genau. Ein Shaker ist für die Konsistenz immer toll, wenn die Drinks wirklich so eine schöne Schaumkrone haben, ne? Ja. Und sag mal gerade... Da sieht man auch ein bisschen, dass er noch nicht abgestanden ist, ne? Ja. Und man lernt ja in der Berufsschule, dass schwer zu vermengende Zutaten müssen geshakt werden, ne? Wenn man jetzt Säfte, Zucker, Süße und so weiter drin hat. Drinks, die eigentlich nur aus einer Spirituose jetzt ein bisschen Säure und einem Filler bestehen, die müssen eben nicht geshakt werden, die kann man eben auch rühren. So, also von daher irgendwas zum Rühren, irgendein Gefäß, einen etwas längeren Löffel. Sehr schön, Eis ist wichtig. Und dann muss man gucken, was man gerne mag. Also es gibt also die Basisspirituosen, das wäre Wodka, Gin, Cognac, Tequila, sowas in der Art. Aber muss man eben gucken von seinem Geschmack, ne, was man mag. Also so ein, zwei Spirituosen, verschiedene wären ganz schön. Und ansonsten hat man eben auch viel in der Küche. Ja. Ah, so, und das ist er jetzt. Genau. Also der These Days heißt der. Und da haben wir jetzt. These Days, also hat mich so ein bisschen in meine Zeit nach London zurückversetzt, weil an so einem Sommertag, ne? Ich habe eben in der Nähe von Covent Garden gearbeitet und musste da immer aus der Tube steigen und bin dann immer so über den Covent Garden geschlendert. Und darf ich deinen auch nochmal nehmen? Ich höre Covent Garden geschlendert. Ich mache nämlich derweil mal ein Foto davon. So, nehme dich einmal mit drauf, so, als Beweis. Und dann mache ich noch einmal so. Und der Covent Garden war halt einfach, so eine tolle Atmosphäre, ne? Gerade im Sommer. Da war immer was los. Dann hatte man da die Künstler, die da standen. Dann hatte man immer so diesen leichten Duft irgendwie von Popcorn oder von gebrannten Mandeln. Also es war immer schon ein Erlebnis, darüber zu schlendern. Und die Bar-Community war vor allem immer so toll, dass man immer jemand getroffen hat, ne? Weil man kannte sich da wirklich durch die Wettbewerbe oder durch das UKBG, ne? Das ist diese Vereinigung in England, die englische Barkeeper-Union sozusagen. Und da hat man immer jemand getroffen, der auf dem Weg zur Arbeit war oder Feierabend hatte oder frei hatte. Und dann komm, do you have time for a drink? Ja, of course. Ja. Und weil man sich ja vor der Arbeit jetzt nicht unbedingt einen Gin Tonic gönnt, kam hier so dieser Amaro, ne? Der gerade mal so 23%, das kann man mal gut machen. Erstmal Strohhalm. Also nee, ist natürlich kein Stroh, sondern ein Metallhalm. Mhm. Genau, und das erinnert mich eben so an diesen Sommer in London und vor allem an diesen Tag so im Covent Garden. Ne? Ja. Man hat diesen Amaro, das ist ja ein Kräuterlikör eigentlich mit auch so einer Gewürznote drin. Da habe ich jetzt ein bisschen frisch gepressten Orangensaft dazu getan. Dann Popcorn-Sirup. Popcorn-Sirup? Habe ich neulich schon mal gehört. Was ist denn das nochmal? Ja, es ist einfach ein ganz normaler Zucker mit Popcorn-Aroma sozusagen gemacht. Ne? Können wir auch selber so machen. Einfach. So einfach. Aber jetzt, wo du es sagst, ne? Hätte es nie rausgeschmeckt, ohne dass du mir das sagst. Aber jetzt schmecke ich Popcorn. Mit aussprechen Popcorn. Ja. Genau, und das war so der Drink, der bei mir eben auch so im Kopf entstanden ist wieder, wo ich gesagt habe, das wäre so ein Drink, den könnte man jetzt schön vor der Arbeit nochmal eben auf dem Common Garden oder während der Arbeit, also es ist ja keine Arbeit hier, aber weißt du, der hat so eine schöne Fruchtnote, dann natürlich das Popcorn, das ich jetzt erst entdecke und dann eben diesen leicht bitteren, diese bittere Note. Und? Ein bisschen würzig, genau. Und obendrauf ist Lavendel. Ist nur oben, ist nur als Deko? Oder? Genau, ist nur als Deko. Soll man eigentlich so ein bisschen durch die Nase beim Trinken das Aroma mitbekommen. Ja. Finde ich gut. Passt gut zum Foodtalker.
Also darfst du ihn umbenennen, wenn du möchtest. Mein Segen hast du. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Hm. Und ist auch relativ, also jetzt bis auf den Popcorn-Sirup, ganz gut nachzumachen, oder? Auf jeden Fall. Ein Popcorn-Sirup kann man auch als Flasche schon kaufen. Also es, gibt, es, es, gibt es? Wahnsinn. Und was würde man, weil wir da auch eben drüber sprachen, Pairing, was würde man denn jetzt dazu essen? Oh, dazu passt alles. Also wirklich würde ich jetzt sagen, auch so ein schönes, also um ganz in die andere Richtung zu gehen, so wie so ein Raclette-Käse, ne? Das erinnert mich jetzt auch wieder so ein bisschen an Covent Garden oder auch an den Dom, ne? Das wäre auch so ein typischer Dom-Drink irgendwie, wenn man da rüber schlendert und dann diesen, ja, geschmolzenen Käse auf so ein Stückchen Baguette oder so, das finde ich gut. Ja, mhm. Also hätte ich jetzt, glaube ich, eine ganz andere Assoziation, ja? Weil ich hatte, weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich muss dir jetzt leider widersprechen. Nee. Es passt eigentlich alles dazu, nur kein Käse. Ich wollte gerade ein Beispiel geben und sagen, so ein Käsefondue, das würde überhaupt nicht gehen. Oh, doch, genau das. Ja? Also hätte ich jetzt komplett. Ah, guck mal. Ja. So, und was mache ich dann, wenn ich dann zu dir komme und sage, oh, wir haben hier ein ganz tolles Menü mit Cocktail-Pairing. Oder wie sagt man, was pairt man womit? The Leading ist in dem Fall der Drink auf jeden Fall. Der Drink? So machen wir das, weil man hat ja, wenn man sonst ins Restaurant geht, hat man sich sein Menü ausgesucht, ne, und dann kommt der Sommelier an den Tisch und sagt, ach toll, Sie haben sich ja das und das ausgesucht, dafür empfehle ich Ihnen jetzt den Pinot Noir. Und wir machen es genau umgekehrt. Ich kreiere immer, wir haben ja diese Oval Mondays, ne, die waren sonst einmal die Woche, jetzt mittlerweile finden sie so einmal im Monat statt, wo ich dann die Drinks kreiere, es sind immer drei, und mit den Drinks dann in die Küche gehe, die Köche probieren lasse und die daraufhin das Food dann kombinieren, sage ich mal. Ah, gibst du denn da ein bisschen was vor oder sind die dann frei? Nee, die sind dann frei. Ja. Es ist halt meistens dann ein Dreigangmenü, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Ne? Also das ist dann schon gesetzt. Aber was die dann machen, probieren wir dann zusammen dann aus. Ne? Ich darf mal sagen, ne? Ja. Was ich, also für mich ist... ich könnte hier gut mit Fisch oder halbrohen Fisch oder marinierten Fisch arbeiten. Ceviche ist wahrscheinlich zu ähnlich. Das wird zu nah dran. Aber so eine roh marinierte, leicht marinierte Saibling. Makrele wird zu kräftig. Mhm. Aber so Saibling, das stimmt. Mhm. Würde ich dazu gut finden. Mhm. Aber ich glaube, entweder sowas, was mariniert ist, oder aber Röstaromen bräuchte ich dazu. Mhm. Jetzt sind wir gar nicht auf einem. Ja, was manchmal auch dieses komplett gegensätzlich ist. Ne? Aber es ist schon ein aromareicher Drink, aber schon sehr erfrischend. Und wenn man dann so richtig was Herzhaftes dazu hat. Du hast ja mehr Erfahrung als ich. Und ich hätte mich auch darauf eingelassen. Also wenn es jetzt auf der Karte stehen würde. Wir machen mal beides. Wir machen mal einen Abend, da treffen wir uns hier und probieren beides aus. Genau. Obwohl, jetzt habe ich es aber wieder, weißt du? Dazu so ein Grilled Cheese Sandwich. Ja. Da bin ich wieder bei dir. Das war ja so gemeint, ne? Diesen, okay, ja. Okay. Nee, ich hatte zu sehr Käsefondue eben im Kopf. Nee. Und das, also schon so ein geröstetes Baguette, ne, mit diesem geschmolzenen Käse, also wie so ein Grilled. Okay, dann stößt man eigentlich an mit... Ja, man kann mit allem anstoßen, außer vielleicht mit so ganz dünnen Martini-Schalen, das geht dann meistens nicht so gut. Und der ist jetzt relativ leicht oder ist der schwer? Ja. Da ist ja nur der Amaro drin, ne? 23% aber hat er nur. Aber das schmeckt irgendwie, als ob da noch was... Also wenn du mir den jetzt... Ich hätte gesagt, da ist auch noch ein Wodka drin oder sowas. Nee? Nein. Das ist ja ein wunderbarer Nachmittagstrink. Ja. Wie ist denn das Thema eigentlich alkoholfreie Spiritosen? Ja, kommt auch immer wieder. Also ich finde, also auch während meiner Schwangerschaft oder so, oder wenn ich der Fahrer bin... Ich glaube, das Letzte, was ich machen würde, würde mir keine alkoholfreien Drinks bestellen. Also nicht mit was nachgemacht. Ne? Es gibt ja mittlerweile alkoholfreie Spirituosen. Habe ich auch mal alle probiert und denke dann so, aber warum? Das ist wie Koffein, entkoffeinierter Kaffee. Würde das ist ich auch wie eine vegane trinken. Wurst. Ja, also ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es nicht, weil für mich spielt auch immer, so ein Barabend lebt eben auch vom Alkoholpegel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn man jetzt komplett nüchtern in der Bar sitzt, kann man machen, aber es ist nicht das Gleiche. Und deswegen denke ich, muss ich auch. Hast du das auch Herrn Trump gesagt? Mr. Trump. Also. Excuse me, but. vor allem, ja, also es gibt, wie gesagt, mittlerweile gute Alternativen, aber ich denke mir, es muss nicht sein. So.
Aber was würdest du mir denn jetzt geben, wenn ich sage, ich komme herzlich gerne zu dir und freue mich auf das Gespräch, aber kein Alkohol. Aber ich würde gerne was Pfiffiges aus deiner Bar haben. Was würdest du mir? Haben wir alles da. Also aber dann würdest du nichts nachahmen. Man kann ja auch viel mit Infusions machen, dass man eben die Sirups hat, ne? Ja. Wo man irgendwie, haben wir zum Beispiel auch, dass wir einen Minzsirup haben, also selber angesetzt natürlich oder so, ne? Und dass man eben dann sagt, okay, ich mache dir eine schöne Kräuterlimonade zum Beispiel, ne? Oder man hat mittlerweile auch Filler schöne, ne? Es gibt eine Basilikumlimonade zum Beispiel oder ein Peach Tonic, ne? Oder dass man eben da was Schönes, Erfrischendes macht. Und macht ihr die selber dann oder kauft ihr die zu? Nee, wir machen die Sirups oder so selber, wenn wir jetzt eben eine Limo machen, dass man eine Minzlimo macht oder so, und dann füllen das dann halt auf. Nee, aber so, es ist ja auch meistens so, dass man eine Cocktailbestellung hat von der Gruppe oder so und dann hat man nicht noch Zeit, da groß viel rumzumixen. Dann nimmt man eben das fest fertig ist und was gute Produkte sind, ne? Die man eben verfeinert. Was ist denn so gerade, sagen wir mal, am angesagtesten im Bar? Segment. So, welche Bars sind denn die heißesten, die am hottesten gehandelt werden? Am hottesten gehandelt ist auch eine ganz, ganz coole Wortkombination. Also viele, die wirklich viel selber machen, ne? Weil ich sag mal so, in den letzten Jahren wurde immer mehr die Industrie verpönt, sage ich mal, weil früher war es immer okay, die Industrie hat halt, welche Brands gehören zu welcher Firma. Und mittlerweile ist einem halt aufgefallen, dass man die Firmen eigentlich gar nicht braucht, dass man lieber so mit Nischenprodukten arbeitet, ja, ne? Oder eben lokale Sachen und Sachen, wo man irgendwie die Geschichte zu erzählen kann oder eben was man auch wirklich selber macht. Ne? Dass eine Bar sich daraus auszeichnet, dass man eigene Produkte hat, lokale Produkte hat, saisonale Produkte hat und eben nicht mehr diese Big Player nimmt, ne? Dass man eben dem Gast sagt, okay, normalerweise trinken Sie gerne den Gin, probieren Sie doch mal den, der wird hier hergestellt oder ne, der hat eben nicht so weite Wege oder ist eben nicht so ein Allerwelts-Gin. Damit macht man sich besonders als Bar. Ja, und Ambiente auf jeden Fall, ne? Die Person dahinter auch, ja, oder? Auch. Also das war mir auch immer wichtig, dass mein Team genauso gut ist, wenn ich nicht da bin, ne? Weil ansonsten hätte man nie in Urlaub gehen können zum Beispiel. Aber die Person dahinter, natürlich muss es irgendwo, man muss wissen, was man bekommt, wenn man in die Bar geht, ne? Trinke ich eigentlich zu schnell? Nein. Wie schnell trinkt man eigentlich so einen Cocktail? Je nachdem, wie man Durst hat, ne? Also die schnell trinkenden Gäste sind die besten. Aber man trinkt den nicht gegen Durst. Und den schon, den kann man. Finde ich schon. Der ist schon fast noch. Ja. Gerade wenn man jetzt so denkt, ne, man schlendert über Covent Garden auf dem Weg zur Arbeit, hat man auch nicht mehr so viel Zeit. Ne? Da muss man ja schnell. Zack, zack, genau. Zack, muss zack. Ja einen Job. Hm. Ja. Aber ich finde den wirklich gut. Also ich freue mich, wenn du den. So Food Talker Anniversary Cocktail oder was? Klingt ein bisschen öde, ne? Kannst ja nochmal drüber nachdenken. Aber ich finde den sehr gut und ich werde ihn gerne kopieren, wenn ich darf. Unbedingt. Ja, werde ihn jetzt zukünftig kredenzen. Ja, sehr schön. Freut mich. Musst du mir nochmal genau aufschreiben. Wenn du jetzt selber essen gehst, ne, beziehungsweise was trinken gehst, gehst du da als normale Verbraucherin hin? Du gehst jetzt mit deinem Mann essen und vorher was trinken. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie mal Abend ohne Kinder, Wochenende ohne Kinder, was natürlich euch ganz schwer fällt, aber es ist nun mal so und wir gehen mal irgendwo hin. Wo würdet ihr dann hingehen? Also außerhalb Hamburgs? Ach, außerhalb Hamburgs? Ja. Auf jeden Fall nach London, also nicht ganz London, ja, ist ein bisschen außerhalb, The Fat Duck. Wollte ich schon immer ausprobieren, ja, ne? Heston-Blumenthal, ja, weil da eben auch dieses Konzept hinter ist, der macht ja ganz verrückte Sachen. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall mal haben will, ja. Und ihr guckt ja mit anderen Augen drauf, ne? Ja. Also, und es ist ja sowieso auch anders, wenn man bei Kollegen ist. Ja. Ne? Dann gibt man sich da eigentlich zu erkennen, sagt man so, ja, wenn du jetzt nach London kommst, auf hallo, übrigens Kollege und so. Weil A ist das Restaurant, wir hatten da mal einen Tisch, aber das ist da nichts geworden. Mhm. Leider, weil wir den Flug dann, also wir konnten einfach nicht in Urlaub gehen, wir hatten aber einen Tisch gebucht und da kriegt man gar keinen Tisch normalerweise, aber man kennt ja, das ist das Tolle an dem Beruf, ne? Wo ich auch immer sage, wenn Ecke, man reist, wir wohnen meistens bei Freunden, ne? Wo man überall jemanden kennt oder Bekannte, man schreibt die halt im Vorfeld an und sagt, ach Mensch, wir planen eine Woche Dubai und dann sagen die, ach Mensch, komm hier, ne? Welcome, ihr könnt bei uns wohnen oder wir buchen euch ein Zimmer, Family and Friends Rate, ne? Dann kann man noch ein bisschen was ausprobieren, aber ja, das ist ja das Tolle, dass man eigentlich überall auf der Welt Freunde oder Kollegen hat, weil die Gastronomiewelt halt so klein ist und
Ja, ja, genau. Deswegen ist man dann eigentlich, hat man sich zu erkennen gegeben, weil man die Reservierung eigentlich nicht selber vornimmt, sondern dann halt jemanden anruft, der da arbeitet oder jemand kennt und der dann einen Tisch für einen reserviert, ja, oder ein Zimmer oder was auch immer. Genau, also von daher ist man dann meistens unter einem anderen Status. Also es gibt so ein internes Gastro-Airbnb wahrscheinlich unter im Darknet. Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt, was wollte ich denn noch wissen? Ah, eine Sache noch. Was ist denn dein Ratschlag für gepflegtes Trinken? Also nicht betrinken, darum geht es nicht, sondern gepflegtes Trinken. Wie sollte man sich da aufstellen, konditionieren? Also man sollte auf jeden Fall in Deutschland die Aperitifkultur endlich mal etablieren, weil die gibt's nicht. Und jeder, der es versucht, über die Jahre immer wieder irgendeinen Aperitifdrink zu kreieren, es funktioniert nicht. Ne? Man muss die Leute wirklich dahin prügeln, vorm Essen nochmal einen Drink zu nehmen. Man sollte mit einem schönen Aperitif starten, dann gerne auch die Location wechseln, ne? Dann nochmal ja, einfach den Abend über viel Wasser trinken zu den Getränken ist wichtig. Und dann eben, ja, also alles, was gefällt, sage ich mal, ne? Aber eigentlich, ja, früh anfangen und vor allem das trinken, worauf man Lust hat. Aber manchmal muss man ja wirklich die Empfehlung kriegen, worauf man Lust hat, ne? Also gibt doch bestimmt viele, die sagen zu dir, oder du fragst, wozu haben sie Lust? Genau. Eher was? Ja. Spritziges, eher. Oder wie fragt man? Ich brauche ja nicht zu fragen, du kannst ja fragen. Ja, nee, gerne. Man fragt, auch gerne, wenn man, also im Le Lion haben wir es immer so gemacht, weil da waren wirklich ja Trinkprofis am Werk, ne? Und da hat man das wirklich böse. Da hat man auch wirklich gefragt, okay, was haben Sie denn heute schon alles getrunken, ne? Dass man eben da aufbaut, jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, okay, Sie dürfen keinen Alkohol mehr, sondern dass man eben sagt, okay, Sie hatten jetzt vorher 2 Drinks mit Whisky. Entweder wir machen da jetzt weiter, weil Whisky natürlich eine Spirituose ist mit einem sehr besonderem Aroma, ne, und eben auch ein bisschen kräftiger, dass man dann sagt, okay, jetzt würde ich ihm nicht unbedingt einen Wodka Bramble empfehlen, weil das würde der jetzt gar nicht mehr schmecken. Was, ne, ist ein Wodka Bramble? Das ist Chambord, also ein Brombeerlikör eigentlich, ne, mit ein bisschen Säure und dann entweder Gin oder Wodka, also eigentlich ein Sour, okay, mit Brombeerlikör. Okay. Aber das würde jetzt nach 3 Manhattans, ne, oder Manhattan-Varianten, würde das halt nicht mehr funktionieren. Von daher, verstehe. Ja, sollte man eigentlich die Gäste fragen, wenn man halt irgendwie die Gäste kennt, ne, dann weiß man auch, okay, die waren bestimmt heute schon in 3 Bars, dann würde man fragen, okay, was hattet ihr als letztes getrunken, wie wollen wir weitermachen? Und ansonsten, wenn die Gäste reinkommen, dann sagt man, wie gesagt, wirklich, worauf haben sie Lust? Wollen sie eher was Leichteres oder was Kräftigeres? Haben sie eine Lieblingsspirituose vielleicht, die sie trinken wollen? Und dann kann man entweder komplett mit dem mitgehen, wenn die schon eine Idee haben, oh, ich hätte jetzt so Lust auf einen Gin, dass man natürlich dann irgendwie vielleicht einen besonderen Gin empfiehlt. Ja. Oder man sagt aber, ach Mensch, wollen Sie nicht mal was mit Obstbrand zum Beispiel, ne? Weil Gin ja auch, ich sag mal, geflavored ist, ne? Verschiedene florale Aromen und so weiter drin, dass man sagt, okay, wenn Sie Gin eh schon kennen und heute schon hatten, probieren Sie doch mal vielleicht was anderes. Und so kommt man dann in den Flow. Genau, so kommt man in den Flow. Und am Ende landet man beim Whisky, weil das ist einfach die beste. Und welches ist der meistgefragte Drink überhaupt? So Gin Tonic. Immer Gin Tonic. Ja. Und was würdest du sagen, ist so, wenn man denn, das ist ja auch immer so eine ganz beliebte Frage, ich stelle sie trotzdem, so, was ist denn der aktuell am meisten neben Gin Tonic nachgefragte Drink? Aperol Spritz. Oh, der hält sich aber, ne? Der hält sich auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir auch schon wieder richtig lange gequatscht und ich habe meinen Drink aus und da sieht man natürlich die kultivierte Trinkerin halb gerade geleert. Obwohl, jetzt muss ich sagen, der Drink sieht auch nicht mehr so ansehnlich aus. Ne? Nee, ist ein bisschen verwässert jetzt. Wie ist das denn eigentlich mit dem Verwässern? Mhm. Ich könnte noch so viele Fragen stellen, aber... Also die meisten Bars und wir auch arbeiten einfach mit so einem doppelt gefrosteten Eis. Ne? Dadurch, dass wir jetzt eben nicht bei uns in der Bar sitzen, sondern oben in der Bibliothek des Frasers. Ja, übrigens, haben wir gar nicht gesagt. Genau, von daher hatte ich jetzt hier Eis, was natürlich jetzt schon ein bisschen länger steht und nicht mehr doppelt, ne? Dieses doppelt gefrostet heißt ja, dass es wesentlich länger im Drink kalt bleibt, ne? Und eben auch beim Shaken nicht verwässert. Das kann man dagegen tun. Eieiei, ihr hört, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Wir könnten noch viel weiter, viel länger quatschen, aber wir... verabschieden uns jetzt. Caroline Thompson, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für diesen Drink. Dankeschön. Vielen Dank. So, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann sagt es uns gerne über Spotify, Apple Podcast oder über welchen Kanal ihr hört. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Anregungen.
wen ihr gerne mal hören würdet im Foodtalker Podcast, der wie immer präsentiert wird von Der große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!